Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, der Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Viele Zuschauer haben bereits gefragt, Alex, veröffentliche doch mal bitte ein Video zu einer Rechnungssoftware, mit der ich meine Rechnungen erstellen kann von Verkäufen beispielsweise von Amazon, eBay und anderen Marktplätzen, um diese zu verwalten, die Bestellprozesse zu importieren und vieles mehr. Dann habe ich genau in diesem Video eine Komplettlösung, mit der man das Ganze regeln kann und managen kann. Das Ganze ist besonders für Reseller ausgelegt. Viel Spaß bei diesem Video, bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Ja, Freunde, ihr habt sicherlich schon am Titel gesehen, es geht hier um die Komplettlösung von Bilby, womit ihr Rechnungen schreiben könnt, Bestellungen verwalten könnt und vieles, vieles mehr. Wir werden uns gleich die Funktionen anschauen. Das Ganze ist natürlich sehr, sehr umfangreich und das Gute ist, ich kann euch vorab schon mal sagen, das Ganze ist all-inclusive. Das heißt, der Preis, der passt sich eurem Bestellaufkommen an und alles an Funktionen, an Schnittstellenanbindung und vieles mehr ist immer all-inclusive, genauso wie auch die Testversion, die ihr 30 Tage lang kostenlos testen könnt, um euch ein Bild davon zu machen, um euch einfach zu überzeugen und zu schauen, ob es was für euch ist, ob es für eure Einsatzzwecke passt oder nicht. Wenn ihr das gerne möchtet, dann habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze 30 Tage kostenlos zu nutzen. Die Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung und könnt direkt losstarten. Wir schauen uns heute in diesem Video an, welche Funktionen Bilby bietet, mit welchen Schnittstellen man das Ganze verbinden kann und natürlich auch die Preise. So, um keine Zeit zu verlieren, fange ich mal direkt an. Wir gehen auf die Funktionen und schauen mal an, was hier das Ganze uns bietet. Und alle Funktionen seht ihr hier direkt. Ihr könnt schauen, ihr könnt das Ganze auch einfach mal euch filtern lassen zu Auftragsabwicklung, Artikelverwaltung, Automatisierung, weitere Funktionen und so weiter und so fort. Also, die wichtigen Sachen sind ja zum Beispiel die Bestellabwicklung, was viele Reseller natürlich brauchen unbedingt, um Bestellungen quasi importieren, zu Bilby in dem Falle, um dann Rechnung dafür zu erstellen, um die Kunden zu verwalten. Ihr seht es hier, die Kundenverwaltung, alle Nummernkreise, Rechnungsprogramme, Retouren könnt ihr damit abwickeln und so weiter und so fort, genauso wie den Versand- und Zahlungsabgleich. So, das ist die eine Sache. Dann habt ihr hier auch alles Mögliche mit Artikeln, was ihr machen könnt. Ihr könnt hier Bestandsverwaltung machen, Lagerverwaltung und vieles, vieles mehr. Also es ist ein sehr, sehr großes Spektrum an Funktionen, was Bilby uns hier bietet. So, dann gehen wir mal zu den Schnittstellen, was auch sicherlich viele interessieren wird. Die Schnittstellen sind super wichtig, meiner Meinung nach, weil das sind genau die Dinge, die heute notwendig sind, um richtig zu arbeiten. Und ihr seht es hier direkt schon am Anfang, wir haben hier Amazon, wir haben hier Amazon Pay als Zahlungsdienstleister. Ich klicke mal erstmal auf die Marktplätze. Welche Marktplätze werden hier von Bilby abgedeckt? Die wichtigsten natürlich Amazon, eBay, ja. Wer mit Etsy arbeitet, kann das genauso tun, genauso wie Idealo, wer hier Preisvergleiche macht. Oder auch Kaufland.de ist ja auch ein recht großer Marktplatz. Wir schauen uns Shopsysteme an. Falls du, wie gesagt, auch ein Shopsystem nutzt, ihr kennt das hier. Ich habe auch schon mal Gambio hier auf diesem Kanal vorgestellt. Auch Gambio könnt ihr hier nutzen, genauso wie Magento. Oder auch Shopify oder Shopware, also alle gängigen sind hier auch vertreten und können hier angebunden werden und genutzt werden, um diese Verwaltung komplett hier dementsprechend abzuwickeln und Rechnungen zu erstellen und zu versenden. Aber auch genauso wie hier dieser Versand, alle Versanddienstleister, die hier in der Regel ja gängig sind, DHL, Deutsche Post, DPD, GLS, Hermes, ihr seht es hier, alles verfügbar und alles kann integriert werden. Was man natürlich nicht vernachlässigen darf, ist die Buchhaltungssoftware. Falls ihr die Buchhaltung selber macht, dann kenne ich das, dass die gängigen hier LexOffice ist oder SafeDesk, was viele nutzen. Aber falls ihr natürlich das Ganze durch einen Steuerberater macht und eine Steuerkanzlei, die nutzen in der Regel DATEV. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Tool, was viele Kanzleien nutzen. Und dementsprechend ist die Anbindung auch hier super wichtig, dass man das Ganze machen kann. Und
Das erleichtert natürlich um einiges die Verwaltung für euren Steuerberater. Dementsprechend ist es für ihn weniger Arbeit und für euch auch weniger Kosten. Denn diese lassen sich oft nach einem Stundensatz bezahlen. Und dementsprechend, falls ihr hier alles gut managt über Bilby und das Ganze dann einfach an DATEV übermittelt, so dass der Steuerberater das von euch bekommt, dann könnt ihr das dementsprechend hier auch sehr, sehr von den Kosten minimal halten. Falls ihr das, wie gesagt, selbst machen möchtet, dann bietet sich LexOffice oder Zendesk an. Dazu möchte ich demnächst auch noch einiges vorstellen, um euch zu zeigen, wie ihr das Ganze auch selber managen könnt bei kleinem Aufwand. Kommen wir zu den Zahlungsdienstleistern. Auch hier sind alle gängigen Zahlungsdienstleister zu integrieren. Ihr seht hier Amazon Pay, die Bank und PayPal, Klarna und vieles mehr. Cloud-Speicher, mit dem ist gemeint, dass das Ganze hier über eine Cloud läuft. Das heißt, ihr könnt von überall immer einen Zugang bekommen, beziehungsweise euch einloggen, um eure ganze Verwaltung hier zu managen. Fulfillment-Dienstleister, das bedeutet hier, falls ihr über ein Fulfillment eure Waren verschicken möchtet, dann habt ihr auch hier gängige Fulfillment-Partner mit zu integrieren, die ihr dann nutzen könnt, um da das Ganze gut zu verwalten. Und weitere Schnittstellen, wer hier mitarbeitet, zum Beispiel IT-Rechtskanzlei, habe ich auch schon öfters gesehen, kann man hier auch anbinden. So viel zu den Schnittstellen. Ihr seht es hier, mehr als 100 Schnittstellen verbindet Bilby und kann das Ganze auch integrieren. Falls eure Schnittstelle jetzt nicht dabei war, dann könnt ihr hier nach der Schnittstelle suchen, um zu schauen, ob eure Sachen da auch mit dabei sind, um da das Ganze gut miteinander zu vernetzen. So, nun kommen wir noch kurz zu den Hilfecenter. Ihr habt hier die Möglichkeit, das Ganze auch per Erklärvideos euch alles zeigen zu lassen. Ich werde einige wichtige Videos auch noch auf diesem Kanal veröffentlichen. Falls ihr, wie gesagt, schon vielleicht mit Bilby arbeitet und noch nicht wisst, beziehungsweise irgendwelche Probleme habt und nicht wisst genau, wie ihr was integrieren könnt und wo es Schwierigkeiten gibt, gerne einen Kommentar unten unter diesem Video hinterlassen. Ich werde so zeitnah wie möglich dazu ein Video veröffentlichen oder werde euch einfach nur das passende Tutorial-Video schon mal zur Verfügung stellen, um da eine Lösung zu finden. Aber ihr seht es hier, Bilby bemüht sich da wirklich sehr stark, dass das Ganze über Videos und die Integration der einzelnen Schnittstellen erklärt wird, um da den Leuten einfach auch zu helfen. Das Ganze läuft hier auch über YouTube, also schaut auch einfach mal bei Bilby auf dem YouTube-Kanal rein und guckt, wie das Ganze hier gemanagt wird und vielleicht könnt ihr euch da schon mal ein eigenes Bild von machen. Ich werde den Link auch unten in die Beschreibung dazu packen. Und nun zu guter Letzt natürlich kommen wir zu dem Preis. Wie bildet sich der Preis ab? Und ihr seht es hier direkt. Das heißt, das ganze Leistungsspektrum, was hier Bilby bietet, ist immer inklusive, egal wie viele Aufträge ihr pro Monat habt. Und da sind wir schon bei dem Thema, es hängt immer von den Aufträgen ab. Aufträge, dazu müssen wir auch erstmal gucken, was denn unter einem Auftrag gemeint ist. Dann gehen wir mal ganz unten zum Sternchen und sehen hier, Aufträge sind alle angelegten oder importierten Bestellungen oder Rechnungskorrekturen bis hierhin. Das heißt, alle Bestellimporte von Marktplätzen, die ihr bekommt und Bestellungseingängen, die werden als ein Auftrag gezählt. Plus zusätzliche Rechnungskorrekturen, falls ihr beispielsweise jetzt eine Rechnung korrigieren müsst oder stornieren müsst, also einen Storno erstellen müsst, zählt das auch als ein Auftrag. Dementsprechend könnt ihr hier für euch ungefähr schon mal kalkulieren, wie viel ihr davon denn pro Monat habt und könnt diese Zahl oben eingeben. Ausschlaggebend ist immer das Import- bzw. Erstellungsdatum in Bilby. Der angegebene Preis ist netto und versteht sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Preise ergeben sich über folgende Formel, wobei x die Zahl der Aufträge ist. Ihr seht es hier, das ist die Formel von Bilby und anhand der wird hier auch der Preis berechnet. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ich sag mal so, bei einem durchschnittlichen Reseller haben wir vielleicht 100 Bestellungen pro Monat.
Und ich würde mal auf 120 sogar gehen, sodass man dann die Korrekturrechnungen mit einkalkuliert. Und dann sind wir netto bei 27 Euro monatlich und das im gesamten Paket. Das heißt, da kommen keine zusätzlichen Kosten für irgendwelche Funktionen oder was auch immer. Das Ganze ist immer als gesamtes Paket. Auch die kostenlose Testphase könnt ihr vollkommen nutzen, um das Ganze direkt schon zu sehen, was ihr denn hier bekommt. Und ihr seht das hier, sobald man umso mehr Bestellungen man hat, umso weniger wird das Ganze auch hier pro Auftrag berechnet. Das Ganze geht hier maximal bis knapp 350.000 Aufträge, dann ist man bei netto 499 Euro. Und das ist natürlich dann für so ein Unternehmen, was knapp 350.000 Rechnungen und Aufträge pro Monat verbucht, ist das hier ein Portogeld, kann man es schon sagen, ja. Deshalb ist definitiv das Ganze gut gemanagt und ihr müsst so sehen, das Ganze ist auch so geregelt, wenn ihr beispielsweise jetzt einen Monat mal nichts macht und ihr habt keine Bestellimporte oder irgendwelche Rechnungen erstellt, dann werdet ihr nur mit einem Euro berechnet. Das heißt, 1 Euro netto, 1,19 € pro Monat würdet ihr dann in diesem Monat zahlen, wo ihr dann dementsprechend keine Bestelleingänge mehr hattet. Und ich kann sagen, das ist recht gut geregelt, denn es kann auch vorkommen, dass ein Reseller beispielsweise jetzt keine Waren einen Monat lang verkauft hat. Und dementsprechend kommen hier keine großen Kosten auf einen zu, um diese dann immer zu tragen. Häufig gestellte Fragen seht ihr hier, also um hier schon mal einige Fragen vorwegzunehmen. Wie hoch sind meine monatlichen Kosten? Das haben wir gerade schon geregelt. Das heißt, so viele Aufträge ihr habt, so viel bezahlt ihr im Endeffekt. Falls ihr keine Aufträge habt und gar nichts passiert, dann zahlt ihr maximal nur 1,19 € inklusive Mehrwertsteuer und mehr wird euch auch nicht berechnet. Zweitens, wann greift das Serviceversprechen? Und das ist echt bombastisch, was die hier machen. Das heißt, falls ihr irgendein Problem mit der Software Bilby habt und dann dementsprechend irgendwelche Fragen auch habt, dann könnt ihr hier den Support von Bilby anschreiben und der wird euch innerhalb von 24 Stunden antworten, falls das nicht passiert. Sagen die sogar hier, dann werden die den kompletten Monat automatisch an die Gebühren erlassen. Das heißt, ihr kriegt euer Geld wieder für einen ganzen Monat, falls ihr hier wirklich enttäuscht werdet und das Ganze nicht schnell und zügig passiert. Super Versprechen machen nur die wenigsten. Welche Funktionen kann ich in der Testphase nutzen? Auch hier habe ich schon mal vorweggenommen, alle ohne Einschränkungen heißt es hier, die kostenlose Testphase ist unverbindlich und beinhaltet alle Funktionsumfänge, die ihr sonst auch so bekommt, wenn ihr dafür bezahlt. Kann ich ein individuelles Angebot für mein Unternehmen erhalten? Nein, sowas macht Bilby hier nicht. Also die richten sich komplett nach dem Modell, das pro Auftrag bzw. aufs Betragsaufkommen berechnet wird und dementsprechend wird hier das Ganze auch für jeden Einzelnen so kalkuliert. Also wie ich finde, ein super Tool, besonders für Reseller geeignet und dementsprechend möchte ich euch das hier empfehlen. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn ihr so nett seid, geht über den Link. Dafür würde ich eine kleine Provision von Bilby bekommen, wodurch euch überhaupt keine Kosten entstehen. Und ich freue mich, wenn ich euch durch dieses Video einen kleinen Einblick bei Bilby gegeben habe. Ich werde, wie gesagt, ein weiteres Video noch für euch erstellen, um euch zu zeigen, wie der Anmeldeprozess ist und einige Grundlageeinstellungen, die ihr machen könnt. Ansonsten noch einen weiteren Link findet ihr unten in der Beschreibung zu dem YouTube-Kanal von Bilby, wo ihr sehr, sehr viele Tutorials schon an die Hand bekommt, um das Ganze hier wirklich ideal einzurichten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, falls Fragen dabei sind, dann gerne die Kommentarfunktion nutzen. Sonst freue ich mich, wenn noch nicht geschehen. Abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du dann immer auf dem aktuellen Stand und gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Das motiviert mich, viele weitere Videos zu machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist und wünsche dir viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Ciao.